Diese Dose habe ich in sein Gesicht geschmissen, weil ich habe irgendwie Basta zu ihm gesagt und dann hat er irgendwas gesagt mit deinem Vater oder irgendwie sowas, weißt du? Und du musst dir so vorstellen, ich kenne meinen Vater nicht, bei meinem Vater reagiere ich ganz anders. Aber ich hab ja nicht grundlos geschlagen. Da muss mir auch mal ein bisschen recht geben, weil ich habe ihr Dose in der Fresse. Wenn sie hätte sie mir gar nichts getan, so gar kein so Handgreiflichkeit oder nichts beworfen oder so, nur Mutter beleidigen oder was ist, hätte ich sie doch gar nicht angefasst. Ja, warum denn? Selbst Asiate. Okay, ich sag ja nicht, dass ich mir das Recht nehme, dass ich das sage. Aber ich meine nur, das habe ich natürlich später gemerkt. Ich habe das recherchiert, ich habe das informiert. Und da stand dann, dass es natürlich Türkei im Osten liegt, also zwar in so einem asiatischen Kontinent. Angst hatte deswegen. Was? Ja, aber jetzt habe ich eine Ich Frage nochmal an dich. habe Guck eine mal, Anzeige, Burak. Queen Drama. ja, du sagst ja jetzt gerade, ich hatte Angst, ne, Queen Drama. Ja, aber du sagst doch vorher immer, ich habe Angst vor keinem Hanti, ihr könnt alle kommen, wenn Ja, ihr nee, wollt und aber so. das hat meistens damit zu tun. Ich meine, es geht um Staat. Und vor allem da, wo ich eine Frau geschlagen habe, im Endeffekt, das ist ja trotzdem als Frauenschläger betitelt worden, ne? Dass ich ja im Endeffekt so, ne, bin. Und da Aber ist ja kriege auch ich so, ne? Ist ja auch die Respekt. Wahrheit. Tamam, aber ich hab ja nicht grundlos geschlagen. Da muss mir auch mal ein bisschen recht geben, weil ich habe ihr Dose in der Fresse. Wenn sie hätte sie mir gar nichts getan, so gar kein so Handgreiflichkeit oder nichts beworfen oder so, nur Mutter beleidigen oder was ist, hätte ich sie doch gar nicht angefasst. Ja, warum denn? Warum? Ich habe es auch gar nicht nötig. Aber diese Dose, das hat mich so enorm aggressiv gemacht. Das hat mich einfach provoziert. Ich Ja, war aber. Adrenalin. Ich wusste nicht mal, was ich jetzt tun soll. Emine, ne? Wiegt so viel. Wie dieses Tuch. Oha, denkst du, es ist. Aber du Und du unterschätzt haust sie die. jetzt gerade, ne? Sie ist eine ganz Ey, starke Wallah Frau. auch. Wie du hast sie herumgeschleudert. Ja, wow, ich habe aber eine Masse. Trotzdem ist sie aber immer wieder aufgestanden. Ich meine, die ist eine starke Frau. Aber Emine, was auch sehr viele Leute gefragt haben, ist zum Beispiel, also von mir auch erstmal, du hast wirklich geherzt, das war auch nicht, also ich sag dir ehrlich, zeig niemanden an, solange es wirklich nicht krass ist, weil das war auch schon krass, aber also ich finde, Anzeige ist wirklich höchste Stufe. Mit einer Anzeige kannst du wirklich Ja. Leben ruinieren, wirklich ruinieren. Mit so Kleinigkeiten kannst du Ja, das wirklich. stimmt. Ja, und deswegen, gut, dass du halt, Emine, dass du ein bisschen locker geblieben bist, so. Ich kann Drama verstehen, dass er das gemacht hat, aber Drama. Hab nur Angst vor Ich hatte Opfer. wirklich nur Angst gehabt, wirklich. Das war nicht bezüglich auf Emine, weil ich jetzt Hasskicks oder so gegen sie hatte oder so. Ich hatte wirklich nur wegen Stadt Angst, weißt du? Männer schätzen ja Frauen viel wert. Und da kann ich ja mir sicher gut vorstellen, dass alle Männer auf mich draufgehen wollen würden, nur weil es um seine Frau ging. Deswegen, ich hatte ja Angst, weil es ums Stadt Aber ging. Deswegen habe ich gedacht, das war nicht bezüglich auf Emine gewesen. Das war eigentlich auf jeden Fall, aber ich kannte ja die Jungs gar nicht. guck mal, Ja. wenn du doch wirklich, wenn du Angst hättest, dass alle Jungs draufgehen, dann hättest du mich erst recht in Ruhe gelassen. Weil dadurch, dass du mich anzeigst und die Jungs bekommen es dann mit, werden die ja noch aggressiver und abgefuckter auf dich. Verstehst du? Kenne die Jungs gar nicht. Wie soll ich denn die anzeigen? Das ist ja Guck das mal, Ding. guck mal. Ja, du darfst nur Angst haben vor Allah und vor uns. Das sowieso, Evet, ja. Und vor Hunde musst du auch Angst haben. Das stimmt, Und ja. vor Ratten auf jeden Fall. Ja. Ey, die Tiere sind alle voll süß. Ja, weil du Ratten isst, also. Was laberst du? Ich mach Spaß. Meine Mutter nennt mich ab und zu Haiwan. Bin ich jetzt auch süß? Also ich will jetzt nicht vom Thema abschweifen, aber das war auf jeden Fall was Geiles, was gerade unser Steuerfahnder gesagt hat, auf jeden Fall. Und zwar bezüglich jetzt zu Drama. Drama, ich hab jetzt auch eine Frage hier von Leuten, ich habe gestellt bekommen, die sage ich offen ehrlich. Und jemand fragt mich zum Beispiel, wie stehst du, weil du hast ja in meinem letzten Video gesagt, ja, du hast damals was gegen Flüchtlinge gesagt oder so. Also da habe ich nicht mitbekommen. Stimmt das? Das hat nur was mit meinem Deutsch zu tun. Guck mal, ich meine nur damit, dass die auch nicht besser sind. Die geben mir eine Kritik, was keine Kritik ist natürlich, weil es ja uns nur, okay, die kritisieren das quasi, aber ich meine, das in einem schlechten Sinne. Aber das ist ja keine Kritik dazu, weil es ist ja was Menschliches, wenn man ja nicht artikulieren kann. Ich kann ja nichts dafür, weil meine Muttersprache ist Türkisch.
Erstmal dazu. Und danach sage ich ja zu denen als Konterspruch, ja, ihr Flüchtlinge, ihr seid ja auch nicht besser und so. Aber das geht ja nur darum, ihr seid ja nicht besser. Darum geht es. Und die nehmen das halt falsch auf, denken dann, ja, du hast was gegen Flüchtlinge und so. Ich meine, die haben dann auch was gegen Deutsch. Die Menschen, die kein Deutsch können, ja auch, das geht genau dasselbe. Und ich habe auch eine Nachricht bekommen, und zwar, du hast irgendwas gegen Asiatisch oder irgendwas Corona, hast du irgendwas gesagt, stimmt das? Asiatisch, hallo? Ich glaube, die sind nicht mehr da. Wo sind die? Aber wobei ich selbst Asiate bin. Okay, ich sage ja nicht, dass ich mir das Recht nehme, dass ich das sage, aber ich meine nur, das habe ich natürlich später gemerkt, ich habe das recherchiert, ich habe das informiert und da stand dann, dass es natürlich Türkei im Osten liegt, also und zwar in so einem asiatischen Kontinent. Dann habe ich auch natürlich gecheckt, dass die Sache nicht zu sehr eskalativ werden müsste. Also, dass man nicht so krass zu sehr was? Soll, weil ich sterben werde. Ernst nehmen muss, meine ich. Was hast du gesagt, damit die Sache nicht was? Eskalativ. Eskalativ? Mhm. Also, dass es nicht so, das Ganze nicht hochsteigt. Ja, aber ich habe mir mal von jemand anderem gehört. Meinst du damit? Hast man das noch nie gehört? Aber ich habe das mal von jemandem gehört. Du meinst, damit es nicht eskaliert? Ja, genau. Es geht. Aber ich hab das mal, mit V habe ich auch mal gehört. Naja, gut. Alles okay. Gut. Genau, wie gesagt, also hochsteigt oder hoch, kein Plan, ja so. Aber und ich hab, also im Endeffekt tut es mir nochmal leid, na so. Auf jeden Fall. Aber Fakt ist es ja, dass natürlich Corona-Pandemie ja aus China kam, das wissen wir ja. Aber dort, dass ich das als Beleidigung benutzt habe oder beziehungsweise rassistisch gegenüber dir war, tut es mir nochmal von ganzem Herzen leid, echt. Ja. Stark. Und zwar, ich habe ja noch eine Frage an, diesmal an Emine. Warte, hier steht zum Beispiel eine Frage, zum Beispiel, jemand schreibt, wieso hast du mit deinem Freund Schluss gemacht? Bist du fremdgegangen? Nein, ich bin nicht fremdgegangen. Schluss gemacht habe ich. Also ich habe anfangs Schluss gemacht und danach wollte ich aber die Beziehung wieder und er wollte die dann nicht mehr. Weil er hat mir dann Recht gegeben. Also ich habe halt Schluss gemacht, weil er hat zu wenig Zeit investiert für unsere Beziehung. Er hat zu wenig für uns getan. Er hat sich nicht so für die Beziehung interessiert. Er wollte eher arbeiten, schlafen, zocken. Und das hat mir halt nicht gepasst, weil ich weiß, er hat nicht viel Zeit gehabt wegen der Arbeit. Aber wenn er Zeit hatte, konnte er ja mit mir Zeit verbringen. Und das hat er nicht. Deswegen hatten wir Stress. Und dann habe ich mir halt, da habe ich halt geweint und mit ihm geredet und gesagt, ey, das und das passt nicht. Und dann wollte ich ihn aber wieder zurück, weißt du? Weil ich wegen so einer Kleinigkeit nicht alles beenden wollte. Und er hat aber dann gemeint, ja, du hast recht, ich bin nicht gut genug für dich. Und ja, dann sind wir verschiedene Wege gegangen. Oh, das finde ich auch sehr, sehr krass auf jeden Fall. Und mein nächster Frage, glaubt das aber wirklich ein bisschen persönlich, also was heißt persönlich, ein bisschen, was ich dir auch persönlich niemals fragen würde. Hier steht zum Beispiel, Emile, wieso hast du damals Burak, nee, also ich sag nicht Burak, ich sag Drama, wieso hast du damals Drama auch nicht geschleudert? Das Problem ist, Drama ist ja ein Mann. Also egal, wie weiblich er sich fühlt, er ist immer noch ein Mann. Und du musst dir so vorstellen, ich bin ein kleines Mädchen und an dem Tag, ich sag euch ehrlich, ich war angetrunken. Verstehst du? Und deswegen, ich konnte eh nicht mehr klar denken. Dann habe ich halt diese Dose in sein Gesicht geworfen und er ist dann halt auf mich los. Und in dem Moment, als er auf mich losgekommen ist, wusste ich nicht, ob wie er schlägt, ob er mit Fäusten schlägt, ob er mich klatscht, ob er nur Haare zieht. Ich wusste gar nichts, weil kann ich ja schlecht einschätzen. So, ey Junge, mein Deutsch kackt gerade voll ab. Auf jeden Fall dachte ich halt, ja, keine Ahnung, was ich dachte. In dem Moment, es ging alles so schnell. Er hat mich halt an den Haaren gezogen und ich wusste jetzt nicht, soll ich jetzt dem auch an die Haare ziehen? Aber dann hatte ich seine Perücke in der Hand, so weißt du. Und dann konnte ich mich an nichts mehr festhalten. Also, so kurz, ich konnte die festhalten so. Und er konnte aber meine Haare anfassen. Das war dann für ihn noch leichter. Und ja. Also wenn zum Beispiel jetzt wenn du jetzt Zeit zurückdrehen könntest und wieder dort stehen könntest, so, weißt du, was ich meine? Wie würdest du dich diesmal verhalten? Würdest du nochmal sagen, ich würde nochmal werfen oder würdest du sagen, diesmal würde ich mich komplett anders verhalten? Boah, schwierige Frage. Aber eigentlich bereue ich ja nichts. Ich bin so ein Mensch, ich bereue wirklich gar nichts. Außer, dass ich nicht zur Schule gegangen bin, wenn ich meine Mutter enttäuscht habe, sowas. Aber bei so Schlägereien
bereue ich eigentlich nie was. Aber das ist jetzt eine schwierige Frage, so weißt du? Weil wäre das alles nicht passiert, dann wäre auch diese ganze Drama gar nicht da. Eben. So, ja. Auch in YouTube. Genau. Ja. Also würdest du sagen, ich würde trotzdem nochmal das gleiche tun, was ich jetzt tue? Oder liegt das daran, dass du vielleicht getrunken hast? Also kann ja auch daran liegen. Ja, kann auch daran liegen. Aber ich sag dir ehrlich, diese Dose habe ich in sein Gesicht geschmissen, weil er hat, ich habe irgendwie Bastard zu ihm gesagt und dann hat er irgendwas gesagt mit deinem Vater oder irgendwie sowas, weißt du? Und du musst dir so vorstellen, ich kenne meinen Vater nicht, bei meinem Vater reagiere ich ganz anders. Und da bin ich ausgetickt und habe diese Dose in sein Gesicht geworfen. Also stimmt das, Drama? Achso, warte, in einem Video hat ja Martina gesagt, ich zitiere dir und dann kam mir dieser eine kurze Abschnitt von